Ja, hallo, liebe Leute, wir sind zurück, diesmal ohne Daily Ranking, weil ich ja, wie schon in meinen anderen Videos angesprochen, das Ranking momentan nicht so gut funktioniert. In Atlas Reactor habe ich mir gedacht, spielen wir mal einfach eine ganz normale Runde Casual Atlas Reactor, weil ich habe gerade keine Lust, aufgrund der, ja, des gestrigen Videos unbedingt jetzt Rocket League zu spielen. Deswegen spielen wir eine Runde Atlas Reactor, einfach mal all random. Ich hoffe, das dauert nicht ewig. Und dann kriegen wir einen zufälligen Helden und werden mal sehen, wie wir uns schlagen. Ich hoffe, das ist für euch auch okay. Also ich werde mir Mühe geben, dass ich auch weiter in Zukunft jeden Tag ein Video bringe. Wenn ich halt kein Video zu irgendwie einem anderen Thema habe, werde ich ein Daily Ranking bringen, weil das einfach sozusagen der Füller ist. Und wenn ich aber irgendwie andere Videos bringen möchte, werde ich dann diese Videos bringen. Ich schaffe es in meiner Zeit einfach nicht mehr als ein Video pro Tag zu bringen. Ich hoffe, das versteht ihr. Es kann auch mal sein, dass an einem Tag kein Video kommt. Das passiert einfach, weil ich auch langsam wieder in der Prüfungsvorbereitung für meine Uni bin. Ja, ich denke, das sind Möglichkeiten, die so So, vorhanden da war sind. gerade Gerade ein ein Match gefunden. Oh, wir haben sogar haben wir Suki bekommen. Das ist natürlich richtig schick. Wir haben vier Firepower und die haben ein deutlich ausgeglicheneres Team mit einem Frontliner, einem Supporter. Und zwei Firepower, die ja noch beide unsichtbar wären. Oh, das ist nicht gut. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, das kam nicht mehr an. Ich wollte gerade sagen, wir müssen echt gut fokussieren. Weil das könnte jetzt echt ein schwieriges Match werden. Aber das passiert halt bei All Random, wie bei League of Legends auch. Das eine Team hat das super ausgeglichene Team oder das super perfekte Team für All Random, das andere nicht. Ist aber auch so ein bisschen der Reiz an diesem Modus, dass man nicht das übliche Line-Up bekommt, außer man ist das Gegnerteam. Die Gegner haben natürlich das übliche Line-Up bekommen an der Stelle. Und wir müssen jetzt mal beweisen, dass es auch ohne geht. Dafür habe ich einen super starken Firepower bekommen. Lockwood ist auch extrem stark. Gremlin dummerweise nicht so sehr, weil die haben eigentlich das Problem, dass wenn jemand direkt neben ihnen steht, wie zum Beispiel ein Pub oder in Phaedra, hier Pub und Phaedra, dass sie die nicht treffen können, weil sie diesen Granatwerfer haben, der ohne, also zumindest unmodifiziert in der Standardkonfiguration immer, ich glaube, zwei Felder Abstand braucht, um treffen zu können. Das wird für den also ganz schön herausfordernd. Normalerweise nimmt man Gremlin, wenn man eine Mission started. gute Frontline hat, die sozusagen die Gegner beschäftigt und man dann von hinten einfach reinschießen kann. Das ist deutlich einfacher zu benutzen dann. So, eigentlich will ich nicht unbedingt so direkt rein. Okay, die gehen weiter dahin. Da gehe ich. Ups. Locked on. Gehe ich mal dahin. Target rich environment. Move it, Cupcake. Oh, geht woanders hin. Oh, gut, okay. Jetzt habe ich einen Timing verbraucht. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Jetzt geht er halt doch wieder dahin. Ah, scheiß drauf. So, wir machen erstmal das Übliche. Das Übliche. Die Gremlins verziehen sich wieder nach hinten. Infrared active. Das halte ich auch irgendwie für die schlauere Variante, die kommen zu lassen jetzt und dann im Zweifel sie zu kiten. Na, guck mal, haben wir schon zwei getroffen. Bet you didn't see that coming. Oh, nice, und er hat auch getroffen. Ist natürlich super. Is this a tickling match? Ich würde mal versuchen, ob ich da was treffe. Er greift an. Er läuft auch dahin. Dann muss ich wieder zurücklaufen. Gremlin läuft normalerweise von uns weg. Oh shit, jetzt stehe ich direkt vor ihn.
Jetzt stelle ich mich voll vor auf Headwar. Digital Saint? Wer ist das denn? Das ist der Nix vom Gegnerteam, den wir auch nicht gesehen haben. Zumindest treffe ich noch, damit habe ich Energie noch bekommen. Na, ja, aber der kann trotzdem schießen. Ich glaube, ich muss runter ausweichen. Wo Papp ist, weißt du, weiß noch gar niemand. Wohin weichst du denn aus? Okay, in die gleiche Richtung weichen wir aus, sehr gut. Der Hund ist da, okay. Dann beißt er jetzt Gremlin oder was? Oder ist er einfach sichtbar geworden, weil die Zeit ausgelaufen ist? Ja, er beißt noch zu. Also wir dürfen uns eigentlich nicht so aufteilen. Wir müssten eigentlich einen Fokus auf einen legen und den töten direkt. Ich glaube, ich will jetzt mal einfach eine Runde wegrennen. Muss ich ehrlich sagen. Lol. Bring it! Ja, dann nicht halt dahin. Oh man, that feels good. Just a few of my many gifts. Oh shit. Oh, er geht nicht auf mich. Das ist ganz nett. Dummweise macht der Kagan halt nix. Der versucht irgendwie, ich glaube, Dingens zu jagen. Die Gegner schon nix, es hilft uns halt gar nicht. At the top of my game. Und dummschön bin ich jetzt auch zu weit gelaufen. Ja. Ja, ich kann auch noch beide treffen. Wo läuft ihr hin? Two turns left, okay. Ach lol, dann hau ich dem Nix natürlich jetzt direkt ins Gesicht, wenn der vor mir steht. So viel dazu. So, ich treffe nie. Lustig. Warum hat es ihn ja nicht angezeigt als... Hallo, nix. Das ist natürlich ganz schlau. Weil dann bewegt er sich nicht. Ich bewege mich mal ein bisschen weg. Und so stimmt, wäre ich jetzt getroffen. That's right. Stand next to each other. Ich weiß nicht, ob Gremlin drauf schießt, weil er ist sowieso... Oder er ist tot. Ja, ist er doch nicht. Aber Grams schießt nicht drauf. Ist doch kacke. Sie kann nicht ausweichen. Okay, er macht da was rein. Sehr gut. Das machen wir mal wieder ganz schnell weg, ne? Ausweichen, unsichtbar werden ist hier nicht so gern gesehen. Das konnten wir jetzt diese Runde, weil wir ja unsere Dings drauf machen, revealen. Zack! Nichts mit unsichtbar.
Oh lol. Der ist weit gelaufen. Resurrection. Not good for the bank account. Wie viel mache ich damit? 26. Schießt irgendjemand noch auf sie? Glaube nicht. Blow 'em sky high. Oh, die wurden werden. Ah, End of Next Decision Mode, okay. Oh. Das war vielleicht ungünstiges Timing, Kagan da rein zu klatschen. Von hier aus kann ich jetzt nichts treffen, weil die alle so gedasht sind. Er will sich darüber verpissen. Hab ich mal dahin. Da hoffen, dass ich dann was treffen kann. Und er ist tot. Benutzt doch seine Ulti nicht, obwohl die jetzt gerade schön zusammenstanden. Verstehe ich nicht ganz. Okay, der Hund ist gedasht. We will punish the fools who have us. The best only need to strike once. Da ist der Hund. Er könnte mich jetzt andashen. Frage ist, ob er das tut. Oder ob er sich das spart. Warum schießt niemand auf sie? Okay, er dasht mich an, das ist blöd, aber ich treffe ihn. Und er trifft mich. Don't come any closer. Bin gelaufen. Sie ist ausgewichen, sehr gut. Er kommt zu mir. Und ich kann ausweichen. Ist nur eine Falle. Da unten will ich nicht hin. Alle sind da oben. Machen wir das mal. Inklusive dem Brain Juice, damit wir dann wieder eher ausweichen können. Okay, Ulti. Warum davor, wenn ich nicht nach vorne gehe? Und der Kagan stirbt. Oh fuck, da habe ich mich sichtbar gemacht. Oh kacke. Den Verdacht, ich werde jetzt angedasht. Ich habe den Verdacht, ich werde jetzt angedasht und ich habe noch keine gute Position gefunden für meine Ulti. Das ist echt ein bisschen kacke. Und er hat seine Ulti auch ready. Ist nicht gut. Er kann dann 30 Schaden auf einen großen Bereich machen. Ja, das heilt er eh wieder hoch. Das ist egal. Okay, dann sperrt die beiden ein. Kein Zufallstreffer, schade. Ist halt doch ein Stück zu weit ausgewiesen. Ich bin immer noch das Problem. Den kann ich zwar hier treffen. Den Rest halt doch gar nicht.
Er will dich jetzt töten unbedingt, okay. I will root out any resistance. Nix kann eigentlich nicht ausbrechen. Don't blink or you'll miss it. Sie kann auch nicht ausbrechen, okay. Aber er kriegt das noch ab, glaube ich. Stand firm. Your fears now your enemies. Yep. Still learning. So, sind wir zwar in Führung. Aber es bringt irgendwie nicht so viel. Ready und free. Jetzt kann er wieder dashen. Er könnte. Er hat den Schwarm drauf und er. Kann einfach mal dahin schießen, für den Fall, dass da irgendwas. Moment mal, ist der Hund schon wieder da, ne? Ich muss mal eine Runde ausweichen. Wusste doch, dass der Hund da zu mir kommt. Bin ich nicht so scharf drauf. Das ist super, weil dann kann ich jetzt rein ultien. Da habe ich zumindest mal zwei drin. Diddle-diddle-it. Er hat noch ein bisschen Cooldowns. Halt. Mit Might diesmal. Weil nochmal kriege ich die Ulti eh nicht. Und er hat kein Ausweichen auf seine Unsichtbarkeit. Das ist mir ziemlich sicher. Frage ist, ob er abhaut. Er haut ab. Okay. Ist natürlich doof. Er ist nicht drin geblieben. Stehst vor ihm. Four turns left. Let's party. Weich mal aus. You know it. Die hoffen, dass sie jetzt nicht hier reinlaufen. It'd be more impressive if it wasn't so easy. Ah, er ist genauso ausgewichen. Gut, dass ich nicht da angegangen bin, wo ich zuerst wollte. Der hätte mich glatt gegrabt und getötet. Three turns left. Hm. Da hoch komme ich nirgendwo. Vielleicht gar nicht so schlau zu schießen, wenn ich danach wieder in Deckung kommen will, irgendwo hin. Eine Voraussetzung überlebt den ganzen Quatsch. Also kann der jetzt zwei Leute beißen, weil der Hals echt wieder hoch und einer stirbt davon auch noch. Och nö! Ja. Ist echt alles abgedeckt inzwischen. Two turns left. So, machen wir nochmal einen Slow drauf. Let's do it. Und hoffen, dass wir es überleben. Nein, nicht rauskicken. Ach, Jungs. Death from above. You look so handsome. Ach, ernsthaft? Not your wisest decision.
Ja, und der Ulte, den haben wir verloren, dummerweise. Ja, wir haben uns zu sehr aufgeteilt jetzt. Zwar noch überlebt, aber... Bin nicht genug Schaden gemacht. Bin viel zu viel weggelaufen. Und die hatten echt gute Auswahlmöglichkeiten und nix ist halt... Ich habe noch gar nicht überlebt. Ja, geil. Jetzt bin ich aber wirklich tot. GG. Schade mit der Team-Composition, dass die so arg unterschiedlich ist. Ich weiß nicht. Da sollten sie irgendwie lieber die Rollen auslosen und dann jedem Team hinzufügen. Also, die Team-Composition fände ich geiler, wenn die gleich wären. Ach, lol, macht mir nur 26. Da bin ich gar nicht gestorben. Mit einem HP. Sehr gut. Ja, aber passiert. 98% Atlas Reactor? Atlas Core? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, da habe ich zu wenig Damage gemacht. Aber unser Kagan war auch, ja. Andere waren noch weniger hilfreich, aber ich hätte viel mehr Damage machen müssen. Der gegnerische Pap hat dafür ordentlich reingehauen. Aber der hatte ja auch, also der hatte echt nur Ziele im Gegnerteam, die er mag. Suki, Lockwood, Gremlin, auch Kagan. Das ist super für einen Pap zum drauf rumkauen. Der kann da einfach reingehen und kaputt hauen. Aber ich hoffe, ihr habt auch Spaß an diesem Match. Wie gesagt, einfach mal ein All-Random. Da das Ranking gerade nicht geht und ich keine Lust auf Rocket League habe, gab es heute das. Ich hoffe, das ist auch okay. Am Ende ist es mein Kanal und ich mache damit das halt. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr Spaß damit hattet. Bis morgen.